Ja. Für alle mit schwachem Herzen habt ihr euer Testament gemacht. Hier ist Trinity. Okay. Oh Gott, ich glaube, mein Morgenschiss ist jetzt schon im Abmarsch. Was? Nein. Hunde! Auf kostenlosen Gin Tonic. Stehen doch Gläser. Gin Tonic, wichtiger Gegenstand. Sehr gut. So, jetzt stellen wir dem lieben DJ mal was her. Crafting. Missionsgegenstände. Ah. DJ-Spezial sieht sehr lecker aus. Würde ich auch zwei nehmen. Direkt. Sofort. Stell diesen widerlichen Trink her und gib ihn dem DJ. Das Peppermint Hippo. Ja, das werden wir Vielleicht tun. fehlt noch irgendwas. Nein, da fehlt nichts. So. Ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Ja? Was? Ah, komm schon. Was ist ein RT? Achso. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Aber nichts macht mich wütender als Fürze. Sie erwecken den tiefsitzenden Zorn, den ich mit mir herumtrage. Ja. Fürze. Aber das wird den DJ lange genug außer Gefecht setzen, um Classy zu rufen. DJ Spezial, wichtiger Gegenstand. So, gib dem DJ das DJ Spezial. Ja, der wird sich freuen. Ja. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASS fickt. Applaus für Cleffy! Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran! Warte mal, du bist nicht der DJ! Das muss sie sein! Oh shit, das sind Undercover-Bullen! Nein! Ah, jetzt kommen wir den Dressing Room. Management, Storage. Verbogene Stripperstange? Ja, kann man immer mal gebrauchen. Blendende Sphäre. Ziemlich stark, oder? Flasche mit Damenparfüm, Klebeband, Tortilla. Wieso liegen überall Tortillas rum? Ach, scheiße, ja. Fehlt uns definitiv noch eine Fähigkeit. Mann. Igitt! Und sein Zeitkick müssen wir sehen. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Oh, bitte nicht! Oh Gott, ihn! Hey Leute, euer DJ ist wieder da. Ja, geklässig, ne? Die zwei Arschlöcher, die mir den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Aus dem Weg, Ladies, wir wollen nur Classy. Okay. Wo steht denn die dritte? Das sind doch. Das sind zwei. Okay, treffe ich die so, beide? Ja, und wir können sie zurückstoßen, dann machen wir das auch gleich. Ja! Hey, den Scheiß lassen wir uns von 10-Jährigen nicht gefallen! Was ist mit der? Steht die da bloß rum, oder? So, wir können zurückstoßen damit, ne? Das haut sie komplett um. Koma-Kombo. Oh, leck mich, dieser Nahkampf-Scheiß ist nichts für Classy. Was Classy nicht entkommen? Was Spezialziel? Oh, Sie hey! Sind hinter der Ecke des Raumes, so schnell euch eure kleinen Beine tragen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schnelle Attacken. Ah, okay. Wir müssen das Ende des Gangs erreichen. Kommt
Exotischer Angriff? Nein! Alter, hast du mir gerade ins Gesicht getreten? Ah ne, du hast Captain Diabetes. Ist egal. So, dann würde ich sagen, machen wir wieder mit Rückstoß. Da treffen wir beide. Hau rein! Ja! Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, der Esmeralda. Gleich haben wir sie, weiter so! Ich bin ja sehr ein bisschen höflicher hier. So, sie wird, glaube ich, zurückgestoßen, ne? Ja, sie können wir aber fast töten damit. Und, ja, Diabeteskraft. Was? Verdammt, Ladies, was ist denn halt, wenn sie auch so schwer zu verstehen? Oh, Mama, weg von meinem Sidekick! Jetzt können wir beide zurückstoßen. Und die eine hauen wir damit auch gleich um. Das ist sehr schön. Ja! Als Vertreter aus der Fugit Blaze, einen kräftigen Applaus bitte. Und hey, können wir das nicht etwas runterdrehen? Nicht nachlassen! Kein Grund, garstig zu werden. Ich finde das übrigens geil, dass der DJ den Kampf kommentiert. Das ist einfach göttlich. Okay, greifen wir mal Blaze an. Oh, Stripper raus. Aua! Okay, wir sind gleich bereit für eine super Attacke. Okay, wir sind bereit. Zeig ihn, wo der Hammer hängt. Oh, die stehen aber beide in Linie. Muss ich mit dem vielleicht nochmal aufheben. Denn hier hinten stand so eine fette Plörre rum. So ein Hippo, ja. Ich kann nicht zurückstoßen, aber ich kann sie auch so beide umhauen. Ja! Ah, genau! Okay. Ich nehme an, die hat eine Menge HP. Nö? Okay. Ich dachte, wäre jetzt so endgegnermäßig. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal! Aufgepasst, meine Damen und Herren, hier kommt die Meisterin der Mösenfürze, die Herren des Sadomaso, die definitive Domina, Chantal de Grande Popo. Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Nein! Ich werde bitte nicht! Nein! Knöpfe brauchen eine Abreibung. Schnapp sie dir, Chantal! Oh Gott, dieser Arschtag-Mensch! Nein, die Mucke, geil! Okay, was ist diese Anzeige voll und ruhig Chantal de Grande Popo den Zug und greift sofort an. Hier kommt der sichere Tod durch Chantal de Grande Popo. Super Schock! Glaubt ihr, geht gut? Hoffentlich hat Kuh das nicht gehört. Jetzt setzt was. Das vergisst man nicht, oder? Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Oh Gott! Hau dir! Oh Scheiße, ich hab alle gerade beobachtet. Ich hab jetzt hinter dir auf das auf euer Leben. Ja. Ich. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß. Hau weg, die Bitch. Lust auf den Lap Dance? Fotze! Das packst du schon! Ich hab gehört, oh Gott! Schnapp sie dir, Schatz! Die Mucke, Alter, wo kommt die denn her? Ah, verdammt! Ah, shit!
diese Frage lösen mussten, Lady. Ich bin dran, Bitches. Okay, sie unterbricht den Zug. Oh ja, Baby. Ihr Winzlinge werdet draufgehen und in der Arschhölle landen. Oder was bist du für eine Schabracke? Ja, dir selbst sind gefallen und bleib liegen. Verschwinde, Classy. Wir halten sie auf. Okay, müssen wir uns beeilen mit den Zügen. Ah, fuck. Lass dich von Grande Popo umarmen. Nein, 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 egal was passiert, das wollen wir nicht. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß. Da hängt noch was von mir dran. Sehr schnell, bevor Grande Popo zur Attacke kommt. Er bietet Zeit. Ich will mich nur kurz auf dein Gesicht setzen. Nein! Niemals! Oh, die macht ja alles platt. Halt dich vom Grande Popo fern! Hä? Fertig oder nicht, ich komme! Oh Gott, bitte näher! Oh. Ah. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Du hast gewonnen. Augenflammenkostüm, Normkanzler, Medizin. Werbung. Boah, krass, leise machen, ein bisschen. Die ganze Zeit immer zwischendurch immer wieder lauter, 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 weil die Mucke ist echt gut. Das ist ein großer Platz. Geil. Alter, geil. Das Spiel geht einfach so geil. Hey, lass mich rein, Arschgesicht! Die Bullen sind da! Was? Schnell, geh rein! Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah. Oh! Das tut mir jetzt leid! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben! Ja! Mach doch du! Was ist los? Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Du Weichei. Oh Gott. Das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott. Mein Insulin ist alle. Scheiße. Helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Hallo? Captain Diabetes? Scheiße. Der Kuhn, wie läuft es bei euch? Captain Diabetes ist tot. Bei euch? Gut, weiter so. Okay. Ah, wie komme ich jetzt weiter? Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Ah ja, Freeman, erzähl. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Gearmt, den Enchirito zu essen. Oh Gott. Halte LT und RT gedrückt. Okay. Bewege was? Nach links? Hä? What? Ich lebe. Was ist gerade passiert? Wer bist du? Aber geil! Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Nein, das war Freeman. Ich hab's gefunden und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Zeitforts.
Geil! Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Gut, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Kommt, Verstärkung! Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Wo sind die Kuhn-Freunde jetzt? Hallo? Und ich habe gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Kontext, Erkältungsmedizin, gut. Hey, was ist los? Erzähl mal was. Das Essen gefurzt. Na, was ist los, Leute? Hihi. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden, weißt du? Wenn du mich fragst, wollen die nur... Hab es verseuchter Lippenstift, Alter! Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme. Naja, Katzenschnüffeln, ja. Deswegen sind die Katzen vielleicht weg. Vielleicht ist wieder jemand am Schnüffeln. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein, okay. Okay, da hinten sitzt du schon, coole Fans. Was du hier? Wir sind hier am Essen. Ja, lass mich aufs Klo. Ach. Da sind sie und das Mädchen. Hi. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Ich hätte gerne eine. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Gib mir doch eine. Ach. Welche Kuh, ey. Verschreibungspflichtige Tabletten. Alter, meine Nase ist so zu, dass das Vorlesen echt anstrengend ist. Wir versuchen trotzdem noch deutlich zu reden, das ist so ein bisschen wenigstens. Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Der Fettsack. Dann hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erstmal ein paar Grassini. Oh, Verbündeter, der Kuhn. Geil. Wie hat sich verändert? Diabetes? Übelkeit der Kuhn? Aber wir können doch aussuchen, wen wir wollen, oder? Verbündete. Ach, der ist fest, ja? Hatten der für Attacken? Ich lasse ihn mal drin. Ich lasse ihn erstmal drin. So. Achso, der ist weg. Jetzt kommen wir hier rein. Hey, huselige Kuhn, die können nicht ewig warten auf die Pasta vom Pomodori. Ich bin gefährlich auf dein Deck. Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Ja. Hey, sofort raus hier. Ja, Kampfvorteil. Besiege die Köche. Ja, das soll man tun. Meine Restaurante so behandelt wie billige Trattoria. Okay, die echten Helden sind jetzt da. Ja, die echten Superhelden eilen zur Rettung. Was habt ihr alle gegen mich? Voll unhöflich. Okay, ihn können wir doch so treffen. 200. Ja. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Oh, stehst du drauf, hä? So, der Kuhn. Was hat er denn hier Schönes? Was ist denn auf B? Tausche Plätze mit einem Gegner und füge Schaden zu. So, das kann er nur in dem kleinen Radius hier. Stürze sich mit fliegenden Krallen ins Getümmel. Und auf X. Ein schreckliches Kratzen, das Blutungen verursacht. Oh, das ist gut. Das geht alles von meiner auf der Arbeitslaufzeit ab. Ja, entschuldige bitte. Ah, fuck.
kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Ah, sei doch nicht unhöflich. Puppel und Wichse in die Fresse. Deine Würze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Okay, du kannst den Zeitfurz-Glitch nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Halte LT und RT gedrückt, um die Zeitfurz-Steuerung anzeigen zu lassen. Kannst du den Zeitfurz-Glitch nutzen, um die Runde... Achso, ja. Verkackt. Ah, okay. Was seid ihr, Hygieneverstoß? Das ergibt keinen Sinn. Willst du noch eine Fresh-Bukake dazu? Nein. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Was? Altes Schwein. Da treffen wir uns nicht. Aber ihn können wir eine reinwirken. Und dann ist er auch gleich schon weg. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen weniger. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Chin-chin. Hallo, na, das läuft erstmal eine Runde. Ah, fuck. Wir müssen ihn ausschalten. Okay. Und das wollte ich. Scheiße, wir müssten eigentlich stehen da hinten. Ah, fuck. Damit er nicht down heilt, die anderen. So, wir sind dran. Dann wollen wir mal ein Stück zurückhauen hier. Und ich mach Filet aus dir. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht dich zu sterben. So, jetzt bringen wir den mal zum Bluten hier. Das könnte sehr hilfreich sein. Ja, alle drei getroffen. Das ist ein guter Bluter. Ich raste dich richtig durch. Alter, warum? Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Ich geht, warum? Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Warum? Sind da schon welche drin oder wie verstehe ich das? Okay, dann machen wir die Attacke. Unterschock! Liebe im Namen der Gerechtigkeit! Auf dir, ich mache eine richtig saftige Brandung. Ah, fick dich doch! Hör auf, deine meine Gegner zu heilen. Okay. Mensch, da kommen wir nicht hin. Wir treffen mal keinen, aber wir können. Scheiße, nein, hinter können wir auch nicht. Na gut. Ja, das macht zumindest eine Menge Damage. Ich verlasse mich auf dich. Oh, jetzt können wir eigentlich nur unseren Angriff von hinten machen. Damit schalten wir ihn aber nicht aus. Schade. Na gut, aber wir greifen trotzdem so an. Wow, in 10 Jahren bist du ein für deinen Spin-off. Ja, komm, Kuhn, halt die Fresse. Oh, was hat denn der Kuhn für eine Mega-Attacke? Behake alle Feinde mit deinen Krallen und lass sie bluten. Einer ist down. Zwei kriegen 46 Minus und alle bluten. Das ist sehr geil. Wollen wir das mal machen, oder? Machen wir mal. Ja. Ihr müsst alle spülen. Stillhalten. Nein, geht nicht mit dem ekligen Pfannenwender. Scheiße, ich blute alles voll. Ja, das soll vorkommen. So, jetzt gleich ihm hier den Rücken fallen. Ah, minus 64. Ja. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Pianina. Ja, das ist, denkst du. Eine weitere Fleck auf meine Schürze. Boah, krass, Alter. Wie viel Heilung die jedes Mal kriegen? Der, Alter, kriegt der auch 80. Ich bin dran. Okay. Okay, Achso, boah, ich dachte, der lebt jetzt wieder. Scheiße. Wir können mit ihm nichts machen. Außer ihn mal hier hinstellen. Gedrückt halten, vergesse ich jedes Mal.
Wir können auch nichts machen. Shit. Okay, stellen wir uns halt auch hierher. Ich tue meine Eier in deine Soße. Nein, nicht! Nicht mein Ragout! Aber ich bette meinen Gegner und füge ihm Schaden zu. Ja, das ist gut, das ist gut. Das könnte brennen. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust. Ich nehme ungern bei der Pizza-Party. So. Können wir ihm hier einen reinhauen? Das steht aber anders. Fuck. Jetzt hör auf mit Heilen! Mann! Ich sowas hasse. Fühlt den Zorn von Humankind! Ja, der hat nur gerade Angriffe. Der Platz ist natürlich belegt. Nur hier stehen lassen. Du schaffst das! Wieso kann ich hier nicht. Nein! Aber wir können dir einen Angriff machen. Dann müsst ihr doppelten Schaden kriegen, weil er zum Kuhn fliegt. Also mehr Schaden zumindest. Genau, der Kuhn schlägt nämlich auch nochmal zu, wenn er dagegen fliegt. Aufgepasst, Neuer, das wird richtig sexy. Der Kuhn ist ganz schön stark. Ah, fuck, nur einmal getroffen. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Hör mal auf, uns damit zu bewerfen, das ist voll eklig. Kettendiabetes, fürchtet nicht. Ey, das schleudert ihn gegen den Sack. Das wollte ich tun. Genau, er müsste da hinten am Sack stehen. Ja! Ah ne, er rutscht in die Richtung, okay. Ah, er greift an. Oh, aua! Okay, sie haben sich nicht geheilt. Oh Mann, ich kann nirgendwo angreifen hier. Wir stehen ja alle in der scheiß selben Richtung. Na gut, dann bleibe ich mal einfach hier nicht stehen, aber hier. Habt ihr vielleicht noch irgendwo ein paar Grissini? Du kriegst keine Grissini. Da kann man ganz mal aufhören ans Fressen zu denken, bitte. Wir sind ja im Schwerkampf. Euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Dann ist er so gut wie down. Nein! Gute Aktion, Kuhn! So sonst, Diabetes. Saft, gib mir Kraft! So. Das war's, mein Freund. Ja. Der Küchenchef ist tot. Jetzt bin ich Küchenchef. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Ja, dann mach doch. Mein Zorn wird sich mit Flammensäulen schlagen. Ab in die Stratosphäre. Crime is out of control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.